Hallo zusammen, hier ist wieder Heutschiller und euch wieder für euch in Dragonflight unterwegs. Uns wollte ich heute wieder so einen kleinen Achievement Guide präsentieren. Heute geht es um ein Achievement hier in der Zaralek-Hülle und dafür habe ich mir was Schönes rausgesucht. Wir sind einmal unter Erkunden, dann Dracheninseln und hier haben wir das Achievement Schätze der Zaralek-Hülle und dafür müssen wir insgesamt, sind es glaube ich 10 oder? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 Schätze holen. Das sind alles so kleine Rätselgeschichten. Drei Stück habe ich jetzt hier mit dem Main schon abgeschlossen. Die habe ich während dem Questen einfach nebenbei bekommen. Die werden wir jetzt einmal mit meinem Twink kurz mitnehmen und dann machen wir dementsprechend die anderen, die wahrscheinlich ein bisschen trickier sind. Dafür switchen wir jetzt hier mal auf meinen Monk. Der hat nämlich hier noch gar nichts gemacht. Und da fangen wir jetzt hier unten mal an. Und zwar haben wir die lang verlorene Truhe. Und da müssen wir ein bisschen ins Wasser reinschwimmen. Ich bin jetzt hier auf den Koordinaten 62, 53. Und dort haben wir dann diese Kiste. Und dafür sind wir jetzt hier, seht ihr, bei dem Gewässer. Da können wir jetzt einmal unten reinschwimmen. Oh, ich werde schon angegriffen, aber den lassen wir jetzt einfach stehen, den Mob. Und dann müssen wir hier ein bisschen runter. Da seht ihr, da hinten ist er nämlich. Und die ist ein bisschen tricky. Oder jetzt räumen wir den einfach weg, dass der jetzt mal hier Ruhe gibt. Da müssen wir nämlich in so einen kleinen Felsspalt rein. Jetzt muss ich bloß gucken. Ich habe das vorher schon einmal ein bisschen ausgeschaut. Ah, da hinten war der Felsspalt, ne? Rollen? Genau, also wir müssen hier unten rein. Und dann hier rum. Und dann hier drin ist das Ding, ne? Das ist ein bisschen tricky. Machen wir es einmal auf. Besondere Sachen haben wir tatsächlich hier nicht drin. Und dann können wir es jetzt bei dem Monk auch einmal angucken. Weit runter gescrollt, da haben wir es. Haben wir jetzt das erste abgehabt, lang verlorene Truhe. Also ihr habt gesehen, das ist jetzt da halt echt ein bisschen unten rein. Geschwimme ganz in die Ecke und dann haben wir das erste einmal abgehakt. Ich zeige nochmal auf der Map, also hier unten bei dem See waren wir. Ich nutze hier übrigens Tomcat Tours. Das ist ein Add-on, um die Kisten auf der Map anzeigen zu können. Dann schauen wir uns das nächste an und zwar einmal blutige Leiche. Da sind wir jetzt einmal hier unten auf den Koordinaten 42, 60. Da kann man einfach hier diese Leiche looten. Ich kann sie euch jetzt leider nicht zeigen, weil man einen bestimmten Queststand braucht, um diese Leiche sehen zu können. Und das habe ich leider mit dem Twink auch nicht. Ich kann euch aber sagen, welche Quest ihr dafür braucht. Und zwar soll man es anscheinend nach der Kampagnenquest, nach der Asche quasi einmal hier looten können. Heißt, ihr müsst die Kampagne bis zu der Quest nach der Asche spielen und dann habt ihr die Möglichkeit, dementsprechend die Leiche dort zu looten. Also hier müsste die dann sein. Ich bin da relativ nah, vielleicht noch ein paar Meter hier genau, wo ich jetzt stehe, müsste man die looten können. Also hier unten, ne, 42, 60. Und davon gibt es dann auch anscheinend eine Quest, die ihr bekommen könnt. So, dann haben wir jetzt noch das dritte, was ich euch mit dem Twink zeigen will, und zwar hier das verkohlte Ei. Und da bin ich jetzt einfach hier auf den Koordinaten 30, 42 und zwar relativ weit oben. Seht ihr, da unten haben wir die normale Ebene und da müssen wir jetzt einfach hier ein bisschen weiter hoch und dann können wir hier oben das verkohlte Ei looten und auch dafür braucht man jetzt nicht irgendein spezielles Item, sondern kann es einfach aufmachen. So, dann machen wir jetzt mit dem Main weiter. Und zwar bleiben wir gleich mal hier oben in der Festung. Wir sind jetzt hier auf den Koordinaten 30, 41. Ja, diesmal quasi nicht mehr oben, sondern unten. Also wir waren gerade da oben, jetzt sind wir unten hier in der Höhle in so einem kleinen Durchgang. Und dort haben wir da hinten ordentlich zerkaute Truhe. Und für diese ordentlich zerkaute Truhe benötigen wir einen Schlüssel. Ja, jetzt gehen wir hier mal in diese kleine Höhle rein. Und der Schlüssel liegt hier unter diesem, ja, Viech quasi. Das können wir aufmachen. Mit diesem Schlüssel dann. Also haben wir einen Schlüssel genommen und jetzt können wir einfach diese Kiste öffnen und da gibt es dann einfach ein paar Ressourcenflugsteine. Naja gut, haben dann dementsprechend das nächste abgehakt. Ich zeige es nochmal kurz auf der Map. Also ne, hier unten ist das Ding drin einfach. Hier in diesem kleinen Durchgang gehen wir da mal einen Ticken raus. Seht ihr, da haben wir die Brücke, dann haben wir hier den Durchgang und da die Höhle. Dann sind wir am nächsten Spot und zwar auch nur ein paar Meter weiter. Hier haben wir lohnende Schattenflammentruhe und dafür brauchen wir diesen Onyx Scale Cloak und sonst können wir die quasi nicht öffnen. Ne? Ich habe mir den jetzt einmal schon hier im Inventar. Onyxia Schuppenumhang heißt der im Deutschen und den kann ein Lederer bauen. Ich bin selber Lederer, ihr seht, Tela hat den hergestellt. Den könnt ihr euch einfach mal kaufen
oder ihr habt einen Lederer, der euch den baut. Da braucht man als Lederer, um den zu bauen, wiederum einen Umhang von dem Schneider. Jetzt muss ich mal gucken. Ah, ich muss den tatsächlich auch anlegen. Schade, also ich dachte, ich kann den dann nochmal weiterverkaufen. Das funktioniert nicht. Also jetzt haben wir den angelegt und tada, können wir das Ding aufmachen. Und da gibt es dann tatsächlich auch ein nettes Toy raus. Gut, dann sind wir bei der nächsten Kiste und zwar ein paar Meter weiter. Wir sind jetzt einmal hier unten bei den Koordinaten 36, 47 und hier haben wir uralte Zaquil-Truhe oder irgendwie so. Und ja, wie kriegen wir die auf? Die ist nämlich auch verschlossen. Wir haben hier am Anfang, wenn wir in das Haus reinlaufen wollen, rechts eine abgefüllte Magma-Flasche. Die können wir anklicken und das können wir dann halt, wo ist jetzt der Extra-Button? Ach, da unten ist der Extra-Button. Die können wir einfach auf die Truhe einsetzen. Und dann ist die verschlossene Truhe quasi öffnenbar. Und ja, dann kriegen wir wieder ein paar von den Steinchen raus, ein bisschen Ressourcen und haben dementsprechend das nächste hier fürs Achievement abgehakt. Jetzt sind es noch 4 Kisten, die wir brauchen. Dann sind wir bei der nächsten Kiste und zwar hier unten auf den Koordinaten 36, 74. Und dort haben wir eine Kiste, ja, ein bisschen über diesem Wasserfall, seht ihr, da ist der Wasserlauf nach unten. Hier ist ein Wasserfall und da ist eine Truhe, die können wir auch gar nicht irgendwie anklicken oder so. Und zwar ist es die umschwindende Kristall, heißt es, und die Kiste heißt kristallummantelte Truhe. Und dafür müssen wir jetzt 2 Kristalle holen, um die anscheinend öffnen zu können. Und diese beiden Kristalle sind ein paar Meter hier, ja, verteilt. Der erste ist hier oben, da war ich jetzt gerade schon. Seht ihr, hier ist so ein lilaner Kristall, würde ich jetzt mal sagen. Da sind wir jetzt auf den Koordinaten 37, 68. Und den können wir jetzt einmal anklicken. Liegt der so ein bisschen rum? Okay, den haben wir jetzt hier aktiviert. Und den anderen, der ist hier ein paar Meter weiter drüben. Das ist so ein Oranger. Den können wir jetzt auch anklicken. Da sind wir jetzt auf den Koordinaten 39, 73. Und jetzt müsste eigentlich die Kiste aufgehen. Jetzt schauen wir mal, ob das so funktioniert. Ah, schau mal, die Kristalle sind jetzt hier auch schon. Die lasern dann einmal auf die Truhe drauf. Dann gibt es hoffentlich guten Loot gleich. Okay, dann geht das Ding auf und mal schauen, was wir Schönes drin haben. Wir haben einmal ein Trinket drin und ein bisschen Ressourcen wieder. Gut, dann haben wir jetzt nur noch 3 Kisten auf dem Zettel stehen. Dann sind wir am nächsten Spot. Und zwar sind wir jetzt hier unten auf den Koordinaten 43, 82. Und hier haben wir einen alten Koffer. Und den haben wir hier direkt hinter mir. Und ihr seht, den können wir leider nicht aufmachen. Da brauchen wir einen Schlüssel für. Und den Schlüssel bekommen wir, wenn wir hier diese diebische Felsmaus anklicken. Und die müssen wir 5-mal anklicken. Das erste Mal haben wir sie direkt hier. Und wenn wir sie angeklickt haben, dann haut sie dementsprechend ab. Und jetzt müssen wir sie halt noch ein, ja, weitere 4-mal anklicken. Die ist jetzt hier einmal weg. Und jetzt müssen wir halt gucken. Ich habe mir einen Target-Makro gemacht. Also Target, diebische Felsmaus. Und dann sehe ich sie gleich, hier oben ist sie jetzt als nächstes, ne? Da klicken wir sie jetzt nochmal an. Dann fängt sie an, wieder wegzulaufen. Ich auch noch abgeschmissen. Und jetzt ist sie hier hinten einmal, seht ihr? Da hat sie sich einmal versteckt. Dritte Mal. Wieder an, abzuhauen. Einmal hier unten auf diesem Karren drauf. Halt, stopp, da muss ich einmal außen rum. Und dann rennt sie noch ein drittes oder ein fünftes Mal weg, so rum. Jetzt müsste sie eigentlich da hinten sein, da wird sie nämlich schon angezeigt. Wieder mein Target-Makro. Ah ja, haben wir sie auf jeden Fall ins Target gekriegt. Jetzt gucken wir mal. Machen wir wieder einen Mark drauf, ob wir sie sehen. Ah, seht ihr, jetzt ist sie da oben. Auch nochmal an. Und jetzt haben wir einmal hier den Schlüssel bekommen, beim 5. Mal anklicken. Und mit dem Schlüssel wiederum müssen wir jetzt runter und einmal hier die Kiste quasi aufmachen. Und was gibt es da Schönes? Es gibt eine Trinket raus, was ein bisschen Schaden verursacht. Und ja,
Damit haben wir den Koffer auch geöffnet und haben dann noch 2 Schätze offen. Dann kommen wir zur nächsten Kiste. Und zwar wollen wir jetzt hier hinten die Truhe der Schwärme aufmachen. Die ist bei den Koordinaten 56,3. Und wie wir da hinkommen, will ich euch jetzt mal zeigen. Wir müssen nämlich hier bei der Arborus-Festung rechts vorbeifliegen. Und zwar relativ weit oben an der Decke entlang. Und dann haben wir quasi hier so einen Eingang da oben. Jetzt müssen wir bloß gucken, dass wir da einmal noch ein bisschen Elan kriegen. So, da seht ihr, hier oben ist dann quasi so ein Eingang. Und dann sind wir hier oben bei der Kiste. Und jetzt ist es so, dass wir die Kiste nicht aufmachen können, sondern wir müssen jetzt hier mit diesen, ja, Lichtern am Boden interagieren. Und hier mein Addon sagt mir schon, was wir klicken müssen. Wir müssen jetzt als erstes Red, Black, Blue, Yellow, Green aktivieren. Und dann machen wir hier als erstes, wo haben wir es? Rot haben wir da hinten. Dann war es als nächstes schwarz, oder? Schwarz brauchen wir und dann blau. Hier. Blau, dann war gelb und grün als letztes, genau. Blau haben wir gekriegt, gelb. Und dann als letztes grün. Wir kriegen auch immer einen Buff, wie wir hier gerade sehen. Und jetzt könnten wir die Truhe einmal aufmachen. Und es gibt wieder ein paar Ressourcen. Und ja, damit haben wir nur noch eine Truhe offen. Dann kommen wir jetzt noch zum letzten Schatz und zwar, das ist einmal die brodelnde Truhe und die ist ein bisschen tricky. Und zwar ist es so, dass das mit einem Rätselmount zusammenhängt, auf dem sitze ich auch gerade schon, brodelnde Schnecke heißt die. Und ja, da kann man jetzt einige Stunden farmen, um quasi diese Truhe zu kriegen und dann dementsprechend auch das Schneckenmount. Dafür habe ich schon einen Mount Guide aufgenommen, wo ich das ziemlich ausführlich erklärt habe mit ein paar Tipps, wie man das am besten farmt. Und ich würde sagen, das hänge ich euch jetzt einfach mit hinten dran, dass ihr so ein bisschen seht, wie man das am besten farmt. Und ja, dann sind wir damit eigentlich tatsächlich auch schon durch. Und zwar geht es heute um ein schickes kleines Rätselmount, das ein bisschen mehr Zeit in Anspruch nehmen kann. Und dazu befinde ich mich einmal in der Zaralek-Höhle. Und das Ganze wird jetzt hier oben in diesem, ja, Elite-Gebiet spielen, wo wir auch ein paar Restriktionen haben, denn wir werden da unter anderem mit unserem Drachen abgeschossen. Wird nachher noch eine Relevanz spielen. Und ja, um was für ein Mount handelt es sich? Ja, ihr werdet es im Titel schon gelesen haben. Brodelnde Schnecke ist das. Die brodelnde Schnecke können wir dadurch erhalten, dass wir die aus einer, ja, aus einer Kiste, aus so einer Orb rauslooten können. Die sehen wir aber erst, wenn wir insgesamt 3 Buffs drauf haben. Und diese Buffs bekommen wir, indem wir Kugeln anklicken. Diese Kugeln können hier in dem kompletten Bereich spawnen. Ich werde euch nachher auch nochmal einige Spots zeigen. Das Problem ist, die haben teilweise sehr lange Abklingzeit und es ist auch so, wenn ein Spieler 3 Buffs hat und die Kiste aufgemacht hat, dann werden alle Buffs von allen Spielern resettet und ja, dementsprechend verschwinden auch alle Kugeln und es kann dann mehrere Stunden dauern, bis dann wieder die nächsten Kugeln spawnen. Heißt, ihr könnt euch hier drauf einstellen, dass ihr einige Stunden lang hier rumfliegen könnt. Ich habe ein paar Sachen probiert, während ich das gefarmt habe. Unter anderem funktioniert es, wenn ihr einen Buff habt, dass ihr Server hoppen könnt. Also ihr könnt euch auf einen anderen Server laden lassen und dementsprechend auf einem anderen Server diese Orbs holen. Ihr könnt auch sterben. Ich habe ihn natürlich extra für euch getestet. Nein, ich bin dumm gestorben und der Buff war tatsächlich noch drauf. Also das funktioniert auch. Was ihr auch machen könnt, ihr könnt den Warmode quasi ausschalten. Da geht der Buff auch nicht weg. Was ihr nicht machen dürft, ihr dürft nicht die Zone verlassen. Und ich habe es auf dem Twink getestet, wenn man ausloggt dann und länger ausgeloggt ist, ist der Buff tatsächlich auch weg. So, wir gucken uns jetzt mal an, wie diese Orbs ausschauen. Ich habe das gestern Nacht gemacht. Ich habe hier mehrere Stunden verbracht und war teilweise in der kompletten EU unterwegs, wurde da von Leuten aus dem Stream eingeladen, auf spanische, auf italienische Server, auf alles mögliche, französische war ich auch. Das ist hier ein sehr langer Farm. Es gibt Leute auf WoW-Head, die schreiben, die haben hier 12 Stunden rumgefarmt, haben keine Kugel gekriegt, ihr braucht 3. Also das ist nichts, was ihr mal schnell hingeht und holen könnt, sondern das ist tatsächlich eine längere Sache, da solltet ihr euch drauf einstellen. Vor allem, wenn ihr das jetzt am Anfang des Patches macht, da werden es nämlich halt ein paar mehr farmen und dementsprechend kann es ein bisschen länger dauern. Gut, genug des Vorgeplänges, wir schauen uns das jetzt mal an. Seht ihr, ich habe schon 2 Buffs. Ne? Das war auch 6 Uhr in der Früh, da habe ich die ganze Nacht, sind wir da rumgeflogen. Also man sollte es am besten zu einer Uhrzeit machen, wo vielleicht auch nicht so viele Leute hier sind. So, kleiner Hinweis. Und ja,
Da haben wir die Buffs und hier ist die Orb, ne? Da können wir einmal drüber klicken, die heißt brodelnde Kugel. Die könnt ihr anklicken und danach ist die auch weg. Und ihr seht, dann habe ich jetzt quasi hier diese drei Debuffs. Und sobald man diese drei Debuffs hat, die haben auch keinen Timer drauf. Also es gibt Gerüchte, dass die eine Stunde halten und man dementsprechend nach einer Stunde die verlieren. Soweit ich das sehe, werden die wirklich erst resettet, wenn jemand anderer dementsprechend die Kiste aufmacht, ne? Gut, also so viel dazu. Da haben wir diese Orb, habt ihr gesehen, beziehungsweise das mit den Buffs. Und dann hatte ich, das können wir jetzt vielleicht auch nochmal uns angucken, die Kiste aufgemacht mit meinen drei Buffs. Und zwar sieht man die, wie gesagt, erst, wenn man die einmal hat, die Buffs. Und das ist dann einmal hier in diesem, ja, Altar, würde ich sagen. Da hat man dann auch nochmal so eine Orb. Und wenn man die anklickt, dann ist dort das Mount drin. Ne? Also so funktioniert das Ganze. Man muss da ein bisschen in die Lava rein, sonst kann man es nicht anklicken. Und ihr seht, dann gibt es dann erstmal das Schatz-Achievement und auch dementsprechend das Mount. Gut, so viel jetzt dazu. Jetzt schauen wir uns an, wo diese Orbs sein können. Und ich gebe euch noch ein paar Tipps, wie ihr die vielleicht ein bisschen besser farmen könnt. Also, auf WoWhead haben schon verschiedenste Leute die Koordinaten zusammengetragen. Ich zeige euch das jetzt hier mal einmal kurz. Und da seht ihr, haben wir die Koordinaten. Ich empfehle das Addon TomTom. Dann kann man sich nämlich die Orbs ein bisschen besser auf der Map anzeigen lassen. Ich habe diese ganzen Sachen schon genommen und mir die in Makros gepackt. Die klicke ich jetzt hier mal 1, 2, 3 und 4. Und dann seht ihr, habe ich über das Addon TomTom die ganzen Koordinaten hier einmal auf der Map. So, ich zeige jetzt nochmal kurz, wo der Schatz quasi ist, wenn ihr die Buffs habt. Und zwar hier in diesem Lava-Ding, das haben wir ja eben gerade in der Aufnahme gesehen, ne? Und das ist hier auf den Koordinaten 32, 39. Die ganzen Orbs sind hier im kompletten Gebiet. Und ich zeige euch mal was, wenn wir die jetzt abfliegen wollen. Ist es ein bisschen nervig, weil wir ja ständig hier diese Buffs hochstacken, ne? Also wenn wir jetzt dann von einer zum anderen fliegen, erstmal geht uns natürlich der Elan aus und wir werden abgeschossen. Ne? Das Denkmal dürftet ihr kennen. Ich demonstriere das jetzt einmal für die Leute, die hier jetzt vielleicht noch nicht rumgeflogen sind. Ich fliege ein bisschen rum, ta-ta-ta-ta und zack, ich werde abgeschossen, weil ich 10 Stacks habe. Wenn wir landet, dann sind die nicht instant weg, wie bei der Drachenflugfestung, sondern die stacken langsam ab. Heißt, hier diese Teile immer wieder abzufliegen, ist eine sehr nervige Sache, weil ihr müsst immer hochfliegen, wieder landen, euer Elan geht aus, ihr werdet immer wieder abgeschossen und deswegen gibt es einen kleinen Tipp. Was ihr hier machen könnt, ist, dass ihr euch einfach umbringt, ne? Und am besten bringt ihr euch irgendwo um, wo ihr euch gut retzen könnt, ohne dass ihr direkt wieder in den Kampf kommt. Ich würde sagen, ich klicke jetzt hier einfach irgendwo meinen Mount weg oder ich werde eh abgeschossen. Zack, jetzt fliegen wir runter. Na, ich weiß nicht, ob das reicht, um mich zu töten. Ja, wunderbar, ich bin tot. Und jetzt ist es so, dass ich hier rumfliegen kann. Ihr seht vielleicht schon, ich habe jetzt hier keine so ein Geistergrau und das ist auch wieder aus einem Kommentar hier aus WoWhead, ne? Man kann ja die ganzen Sachen ein bisschen nutzen. Es gibt einen Konsolenbefehl, wo man quasi diesen Farbverlauf ändern kann, dass man, wenn man tot ist, nicht dieses Grau hat, ne? Das ist hier dieser Konsolenbefehl. Ich werde euch einfach das Mount of WoWhead einfach verlinken, dann könnt ihr euch das rauskopieren. Das gebt ihr einfach in eurem Chat ein, so wie ich es jetzt gerade kopiert habe und dann habt ihr quasi die Farben auch. Denn der Vorteil ist, während ihr tot seid, könnt ihr rumfliegen, braucht keinen Elan. Und ihr werdet auch nicht abgeschossen und ich habe es getestet, ihr seht diese Kugeln. Ihr seid 10-mal schneller, wenn ihr als Geist hier rumfliegt und quasi die Spots abklappert. Anklicken könnt ihr sie nicht, ne? Das sollte ich dazu sagen. Ihr müsst euch dann wiederbeleben und die Kugel anklicken. Aber wenn ihr sterbt, verliert ihr den Buff auch nicht. Das habe ich auch ja schon getestet, vorhin gemeint, ne? Und so können wir dann einfach diese ganzen Spots abklappern, schauen, ob irgendwo eine Kugel da ist. Und ja, sobald eine da ist, belebt ihr euch wieder. Und klickt die an, könnt euch dann wieder umbringen und macht das Spiel weiter. Wie gesagt, ihr könnt Server hoppen. Es empfiehlt sich natürlich, wenn ihr Leute habt, die jetzt auf irgendwie einem RP-Server spielen oder auf irgendeinem winzigen kleinen Server, auf, weiß ich nicht, irgendwelchen französischen RP-Server oder so, wenn die euch dahin einladen, dann habt ihr natürlich mehr Chancen, dort die Orbs zu finden, weil ihr einfach weniger Konkurrenz an Spielern habt, ne? Natürlich könnt ihr es auch auf eurem eigenen Server machen, aber wenn ihr auf einem Hype-Hop-Server seid, werden da wahrscheinlich auch ein paar andere Leute rumtrudeln. Und wie gesagt, sobald einer drei Buffs hat und die Orb aufmacht, sind eure Buffs komplett weg und ihr habt alles umsonst gemacht. Ne? Das ist halt ein bisschen blöd bei dem Ding. Genau, also ihr könnt da auf jeden Fall einige Stunden einplanen. Ich habe, glaube ich, in der Nacht 4-5 Stunden war ich da bestimmt. Naja, irgendwie sowas. Also zumindest einige Stunden habe ich das gemacht mit Serverhoppen.
Und hab's dann tatsächlich aber auch quasi bekommen, wie ich es ja in der Aufnahme gesehen habe. Genau. Also ich bin jetzt hier ein paar von diesen Spots abgeflogen. Es sind jetzt hier tatsächlich einige. Wie gesagt, da einfach euch TomTom holen und dann die Punkte einfach abfliegen. Wenn ihr genau reinfliegt, dann sind sie weg, ne? Wenn ihr den gleichen dann nochmal abfliegen wollt, einfach nochmal die Makros drücken, dann sind sie wieder alle da. Bietet sich auch an, wenn ihr halt Gruppen findet, auch übers Tool oder Freunde, wo ihr Server hoppen könnt, dass ihr dementsprechend dann quasi wieder die ganzen Marks herholt, wenn ihr auf einem anderen Server aktiv seid. Gut, das waren eigentlich alle Infos, die ich euch geben konnte. Ich hoffe, der ein oder andere kann damit was anfangen und dann drücke ich euch die Daumen, dass ihr das hier in vielleicht einer halbwegs erträglichen Zeit erfarmen könnt. Und ja, dann verabschiede ich mich an der Stelle. Halt, nein, wir müssen das Mount noch lernen. Ups, das gut, jetzt beleben wir uns einfach hier beim Geistheiler wieder, hätte ich gesagt. Das Mount haben wir uns ja noch gar nicht angeguckt. Halt, stopp, hier. Brodelnde Schnecke heißt es. Das schauen wir uns natürlich jetzt auch noch an. Und dann sind wir fertig. Brodelnde Schnecke. So, da haben wir das Viech. Da seht ihr das. Das Mount ist sogar für eine Schnecke relativ schnell, ne? Geht der richtig ab. So, jetzt schauen wir uns das Ding an, was es für ein Mount-Special hat, weil normalerweise verkriechen sich Schnecken immer in ihr Schneckenhäuschen. Das ist jetzt eine Nacktschnecke, die hat kein Schneckenhaus. Mal gucken. Ah, ich wollte gerade sagen, hat es kein Mount Special? Es schleimt sich da einmal im Kreis rum. Oh, es macht hier so eine 8 oder ein Endlichkeitszeichen. Könnte man jetzt einiges reininterpretieren. Naja, ist ganz nett, würde ich mal sagen, oder? Ist wieder ein Mount mehr und ja, damit sind wir jetzt wirklich durch. Hat mich gefreut, dass ihr dabei wart. Und wenn ihr wollt, dann sehen wir uns gerne im nächsten Video wieder. Euer Tila, bis dahin, ciao.